Das ist ein verdammt geiles Objektiv. So, heute geht es um das Sigma 24 bis 70mm f2.8. Das ist meine immer drauf Linse, wenn es darum geht, Videos aufzunehmen und zu filmen. Und warum das so ist, das möchte ich euch in diesem Video einfach mal erklären. Ja, zum einen haben wir hier einen wunderbaren Brennweitenbereich von 24 bis 70 mm und das Ganze bei einer durchgängigen Blende von 2,8, was einfach dafür sorgt, dass man ein schönes Bokeh hat. Und in diesem Brennweitenbereich kann man wunderbar filmen. Man hat bei 70 mm ein leichtes Telezoom und bei 24 mm einen richtig schönen Weitwinkel. Und das sind so zwei, ja, Brennweiten quasi, die man einfach nutzen kann, um schöne Videos aufzunehmen. Das ist auch die Linse normalerweise, die immer auf meiner Sony-Kamera draufgeschraubt ist, um hier diese Sprechvideos oder die Art von Videos, die ich jetzt gerade aufnehme, halt zu filmen. Aktuell filmt mich das Tamron 28 bis 75 mm. Ja. Und ja, normalerweise ist da halt das Sigma 24 bis 70 drauf. Ja, ich habe mir damals das Objektiv, also das Sigma hier, zum Filmen gekauft. Es gibt da zwar auch eine Alternative von Sony, und zwar das 24 bis 70 mm G-Master Objektiv von Sony halt, f2.8. Das kostet aber 2.500 €, was mir einfach zu teuer war. Und da habe ich halt nach Alternativen geguckt und da kam dann gerade das Sigma 24 bis 70 raus mit dem Sony E-Mount. Und da habe ich dann gesagt, gut, kaufe ich mir das für 1.200 €. Habe ich dann halt auch ein bisschen drauf gespart, also ich konnte es mir auch nicht einfach so kaufen. Und dann habe ich mir das gekauft zum Filmen und seitdem filme ich damit halt die YouTube-Videos hier. Wenn nicht jetzt gerade das Tamron 28 bis 75 mm drauf ist, ist das Sigma 24 bis 70 halt auf der Kamera. Außerdem filme ich damit Reels und IGTV-Videos für Instagram bei Jasmin auf dem Account oder auf Jasmins Instagram-Seite. Und ab und zu auch mal ein paar Stories einfach so. Da das hiermit wirklich super geil geht, da man halt einen genialen Brennweitenbereich von 24 bis 70 mm hat, der zum einen Seite oder auf der einen Seite halt schön telezoom-mäßig ist, man schön nah rankommt an die Objekte, die man filmt, und auf der anderen Seite halt sehr schön weitwinklig, was es gerade hier in so einer kleinen Wohnung, wo wir jetzt gerade leben, angenehm macht zu filmen. Der nächste Vorteil natürlich an dem Objektiv ist einfach, dass es eine durchgängige Blende von 2,8 hat. Das bedeutet, es kommt schön viel Licht rein. Ich habe eine schöne Hintergrundunschärfe und ja, wie ihr seht, kommt hier vorne durch die große Linse auch genug Licht rein einfach. Von daher, was das angeht, ist das Objektiv sehr gut. Von der Brennweite und der Belichtung her einfach. Macht es wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Gerade was das Film angeht. In der Fotografie kommt es bei mir tatsächlich nicht ganz so häufig zum Einsatz. Allerdings, wenn ich mal eine Landschaftsaufnahme machen möchte, nutze ich auch dieses Objektiv mit dem Weitwinkel. Und in der Pferdefotografie kommt es fast gar nicht zum Einsatz bei der zum Fotografieren, da es einfach das Sony 70 bis 200 das bessere Objektiv ist. In ganz seltenen Fällen nutze ich das hier mal im Weitwinkel, also mit 24 mm, um von Jasmin und Delani irgendwie ein Foto zu machen, zum Beispiel beim Springen. Aber das sind wirklich dann Ausnahmefälle. Meistens fotografiere ich dann wirklich mit dem Sony 70 bis 200. Allerdings zum Film nutze ich wirklich nur das. Es gibt da wiederum ganz seltene Fälle, wo ich mal das 70 bis 200 nutze, um irgendwie B-Roll-Aufnahmen zu machen. Ja, was bringt das Objektiv so mit sich? Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Ihr habt hier einmal einen manuellen Autofokus-Schalter, dann habt ihr hier einen Focus-Hold-Button, also um den Fokus zu halten, da wo ihr ihn haben wollt. Und dann habt ihr unten noch eine Lock-Taste, das verhindert, dass das Objektiv sich im Rucksack zum Beispiel ausfahren kann. Und natürlich ist hier auch eine Gegenlichtblende in Tulpenform dabei. Die ist hier durch so einen kleinen Knopf an der Seite quasi gelockt und kann einfach nicht von dem Objektiv abfallen, wenn sie eingerastet ist, was ich mega cool finde, und natürlich halt noch einen Objektivdeckel. Außerdem hat das Objektiv einen Spritzwasserschutz auf der Rückseite. Das heißt, soweit es mit eurem Kamerabody verbunden ist, ist es relativ wasserresistent und auch staubresistent, was es natürlich sehr schön macht, da man somit auch mal bei, ja, Nieselwetter oder in einer staubigen Wüste fotografieren kann, ohne gleich Probleme zu haben, dass der Kamerasensor beschädigt wird oder auf dem Kamerasensor sich irgendwie Dreck oder Wasser absetzt. Und ja, was haben wir noch dabei? Das war es im Großen und Ganzen eigentlich. Also ich kann das Objektiv sehr empfehlen, da es eine wunderbare Schärfe hat, noch ein angenehmes Gewicht mit, ich würde mal schätzen, so um die 800 bis 900 Gramm, ist es tatsächlich noch sehr tragbar und es macht Spaß, einfach damit zu filmen, und ihr
Seht es wahrscheinlich auch in der Bildqualität einfach, dass hier auf dem YouTube-Kanal die Bilder schön scharf sind, da sie alle mit dem Sigma 24-70 geschossen sind. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, falls ihr noch Fragen habt. Wie immer, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und ich würde sagen, Peace, wir sehen uns nächsten Sonntag im nächsten Video. Ach ja, und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr weiter Interesse daran habt, ein bisschen was über die Pferdefotografie zu lernen. Tschüss!